Es gibt ein Patchwork von ganz unterschiedlichen Strukturen, Gewerbe, Wohnen, Landwirtschaft, Verkehr, Infrastruktur, das sich nicht einfangen lässt und beschreiben lässt mit den üblichen Kategorien, das ist jetzt ländlicher Raum oder das ist Stadt. Es ist beides zugleich, auch in gewisser Weise ein Dazwischen. It's I think a pretty productive term because it suggests that all land that has been touched by human action is urban, and we are here kind of really looking at that kind of spectrum of land use from sort of the dense, you know, inner city all the way sort of to the edge. And so I certainly would consider those peripheral conditions, which maybe in the past people would call something else, as part of urban land. Ja, im Grunde diese Mixtur aus ländlichem und städtischem, das ineinander verschmilzt, sodass der Begriff ländlicher Raum eigentlich uns fehlleitet und gleichzeitig natürlich auch die Fiktion urban alleine uns auch fehlleitet, weil weder das typische Feature eines städtischen noch eines ländlichen Raumes auf diese Region zutrifft. Also ich leite eine Volkshochschule im ländlichen Raum und finde, man muss diesen ländlichen Raum noch mal ganz genau definieren, auch die Stärken und Schwächen erkennen, auch in Relation zu städtischem Umfeld. Und ich bin durch die Tagung sehr inspiriert worden, darüber noch mal nachzudenken. Ja, urbanes Land ist genau die Region, in der ich hier lebe oder arbeite. Deswegen bin ich hier. Und das ist ganz selten Thema einer solchen Tagung. Das finde ich hochspannend jetzt. Dass man so wie bisher nicht weitermachen kann und dass es dazu neuer Denk- und Planungsansätze bedarf. Das beginnt schon damit, ja, dass man erstmal einen Begriff findet, ja, für diese Gebietskategorie, das urbane Land. Ja, und damit ist schon ein erster, glaube ich, wichtiger und großer Schritt getan. I saw some extremely interesting cases, where it's really about not only experimenting, trying out new things, but also working together with many different actors, working together in networks, and really thinking about a process where you have to do not one thing, but many things to move forward. I think that's the type of governance that we're developing now. Also im Kontext von InnoSüd fand ich das eine sehr interessante und gut passende Veranstaltung, weil sie genau diesen Baustein auch wiedergibt, wie wir die komplexen Themen Energie, Architektur, Energiewende, gesellschaftliche Verantwortung, gesellschaftliche Entwicklungen jetzt in den Kontext einer Stadtentwicklung oder eben ein urbanes Land sozusagen Entwicklungsprojektes hineinprojizieren können. Und wie wir auch jetzt speziell als Hochschulverbund vielleicht damit auch neue Themen aufgreifen können oder auch unsere Expertisen mit in diese, in dieses Themenfeld hineingeben können. Und ist für mich ein wunderschönes Beispiel, wie Transformationsprozesse angestoßen werden können. I thought it was quite fascinating to see that some of the challenges in this region of Germany and in Germany as its entirety, where you have very small municipal entities, that's something that we also have in the United States. And in both cases, we know how that has a really big impact on government's ability to do regional plans. And so I thought that the dialogue between those two contexts was extremely productive.